Das kann nicht sein. Tot. Es tut mir so leid. Es ist doch alles nicht wahr. Du lügst. Es war ein furchtbares Unglück. Fass mich an. Mama, bitte. Wir beide haben Moritz verloren. Escúchame. Escúchame, por favor. Egal, wie lange ich nachdenke. Warum sollte jemand was gegen Burgerbräu haben? Ich bin doch keine Konkurrenz. Jedenfalls noch nicht. Okay, mein Vater hat eine Menge Schulden angehäuft. Da macht man sich schnell mal Feinde. Aber die wichtigsten Gläubiger habe ich bezahlt. Mit Herrn Konopkas erster Finanzspritze. Und die anderen sind doch nicht so blöd und sabotieren mich ausgerechnet jetzt? Die wollen ihr Geld doch auch wieder sehen. Und das tun sie nur, wenn die Brauerei wieder läuft. Es sei denn... Ja, König? Herr König, ich bin's, Theresa. Mir ist da was eingefallen. Dieser Typ, der Burgerbräu kaufen wollte, den Frau Zwick in der Hinterhand hatte, der könnte was mit den Fässern zu tun haben. Er hatte es so wahnsinnig eilig, an den Vertrag zu kommen. Das war ja eine Spur. Hast du seinen Namen? Nein, aber ich werde Frau Zwick mal danach fragen. Tu das einmal. Irgendjemand versucht, mich fertig zu machen. Irgendjemand, der unbedingt an die Brauerei kommen will. Oder an den Grund und Boden. Das war ja ein Ding. Aber so weit lassen wir das nicht kommen. Auf geht's, Ramadammer. Tun wir's weg, die Fässer. Nein, Herr König, Sie sagen schon ganz richtig. Selbst wenn wir die Fässer entsorgen, der Saboteur denkt sich doch sofort die nächste Sauerei aus. Ja, aber stehen lassen können wir die Fässer auch nicht. Ich hab da eine Idee. Es war ein Unglücksfall. Ich hab den ganzen Fluss rauf und runter abgesucht. Aber er war weg. Verstehst du, ich... Gerade hatte ich meinen Zwillingsbruder wiedergefunden. Ich glaube dir kein Wort. Umgebracht hast du ihn. Heimtückisch ermordet und ihn dann verscharrt. Sonst wäre doch schon längst eine Leiche auf. Warum hätte ich das tun sollen, Mama? Er ist mein Bruder. Weil er dir im Wege war. Das ist doch absurd. Ich wollte euch kennenlernen, dich und ihn und wo meine Wurzeln sind und bitte. Ich wollte einfach sehen, wo meine sogenannte Mutter lebt. Wenn du uns nur besuchen wolltest, warum bist du dann sofort in seine Rolle geschlüpft? In sein Leben? Ich wollte ja wieder zurück nach Argentinien. Obwohl ich mich brennend gerne mit euch unterhalten hätte. Aber dann kam dieser furchtbare Unfall und... Mama, ich hatte einfach keine andere Wahl. Du wolltest ihn beseitigen. Von Anfang an. Und red nie wieder von einem Unglücksfall. Ich habe nichts mit seinem Tod zu tun, bitte. Geh weg! Ich will dich nie wiedersehen. Ich bin dein Sohn. Genau wie er. Du bist ein Mörder. Und dafür wirst du büßen. Und nicht nur vor Gott. Sagt die Frau, die ihren eigenen Sohn verkauft hat. Wer sowas tut, der ist auch zu ganz anderen Dingen fähig. Hab ich wohl ins Schwarze getroffen. Sie habe ich gesucht. Was gibt's? Wir haben was zu erledigen. Morgen früh. Sehr früh. Das wüsste ich aber. Jetzt wissen Sie es. Das ist sehr wichtig, gell?
Das mag ja sein, ich stehe aber nicht zur Verfügung. Morgen ist das Kulturfest. Ja, und? Der Fürstenhof hat einen Tag der offenen Tür. Wissen Sie, was da in meiner Küche los ist? Ja, ist doch wurscht. Der Restaurantbetrieb läuft normal weiter. Sowas muss vorbereitet werden. Dann noch der Theaterwettbewerb. Ja, Sie spielen sich doch so gerne als Brauereibesitzer auf. Jetzt können Sie mal zeigen, was ein guter Geschäftsmann drauf hat. Exakt. Ich vertraue meinen fähigen Mitarbeitern oder gehe ich da von falschen Voraussetzungen aus? Sie, es gibt Situationen, da muss auch ein Geschäftsmann... Geldgeber. Doch wurscht. Mit anpacken halt. Ach, was soll ich machen? Flaschen spülen, Hopfen pflücken? Sagen Sie das Frau Burger, die macht sowas gern. Hey, ich brauche kein junges Mädel. Ich brauche einen richtigen Kerl. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, warum ich ausgerechnet auf Sie kommen bin. Also jetzt mal Klartext. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wo können wir denn ungestört reden? Was soll ich bloß tun? Kannst du mir das vielleicht sagen? Gut, dass du da bist. Stell dir vor, ich weiß jetzt, warum das Wasser so hart ist. Wir haben Fässer voller Kalk gefunden. Wovon redest du? Na, vom Wasser, von der Quelle, von meinem Bier. Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Ja, klar, natürlich. Irgendjemand hat da nachgeholfen. Da will mir jemand schaden. Oder warum würden da sonst Fässer voller Kalk mit völlig durchlöchertem Boden in der Gegend rumstehen? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Ich muss herausfinden, wer der Typ ist, der Burgerbräu kaufen wollte. Wieso? Na, weil er ein echtes Interesse daran hat, mich klein zu kriegen. Hast du eine Idee, wie ich an den Namen rankommen könnte? Frau Zwick hält sich natürlich wieder mal bedeckt. Wieso ich? Na, weil du mein Freund bist und weil wir gemeinsam Burgerbräu wieder auf die Beine stellen wollen, oder? Wieso fragst du nicht einfach Herrn König oder diesen Teilhaber? Ich habe vielleicht selber Sorgen. Ja. Was ist eigentlich los mit dir? Nichts, ich habe nur Stress mit meiner Mutter. Ja, klar. Das ist natürlich ein Grund. Hey, das habe ich nicht so gemeint, okay? Lass nur, ich schaffe das schon allein. Ich habe jetzt einen wichtigen Termin in meiner Brauerei. Ja, Moritz von Norden. Ich bräuchte schnellstmöglich ein Ticket nach Buenos Aires. Sibylle. Du bist die süßeste Hermia, die es jemals gab. Oh, sehr witzig. Aber ich muss das schaffen. Das Preisgeld ist meine letzte Chance. Ja, und genau daran musst du denken, wenn du auf die Bühne gehst. Denk an Rodrigo, denk an deine Pferdezucht und nicht daran, dass irgendwas schief gehen könnte. Hm? Du musst dein Ziel vor Augen haben. Dann klappt das auch. Ich glaube an dich. Da bist du der Einzige. Pass auf. Das hier ist mein Glücksbringer. Den leih ich dir, dann kann gar nichts mehr schief gehen. Oh, danke. Das ist aber lieb von dir. Hoffentlich verliere ich ihn nicht. Das Tulpenzimmer braucht einen Etagenkellner. Entschuldigung, bin schon weg. Dann bis später. Tschüss. Erde am Xaver? Bist du noch unter uns oder schon im siebten Himmel? Schön wär's. So verliebt warst du ja noch nie. Ja, komm. Rühr nicht darum, kümmere dich um die Restaurantbestellung. Und du bist ausschließlich für den Tag der offenen Tür zuständig, ist das klar? Wer mariniert die Dorade? Ah, der Küchenchef. Ach, mein, wo treibt der sich denn eigentlich rum? Ich kann ja nicht noch das Kulturfest und die Küche zusammenstemmen. Die Waldpilze, Frau Sombichler. Um Gottes Willen. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Haben Sie aber gut aufgepasst. Oh je. Der Pflaumenkuchen ist fertig. Was? Na, das ging aber flott. Sie sind mir ja wirklich eine große Hilfe. Es macht mir auch großen Spaß. Das merkt man. Also, wenn der ganze Rummel hier vorbei ist, dann gucken wir mal, ob wir sie behalten können. Sie meinen,
Eine richtige Arbeitsstelle. Na, als zahlenden Gast hatte ich sie mir nicht vorgestellt. Das wäre wirklich... Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wenn mich jemand sucht, ich bin im Kühlraum. Ich muss mal gucken, ob das Zanderfilet für heute Abend noch reicht. Würden Sie inzwischen bitte schon mal ein bisschen aufräumen? Ja. Ist Herr Van Norden noch auf seinem Zimmer? Ja, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Warten Sie ganz kurz. Das wurde für ihn abgegeben von einem Eilboten. Können Sie ihm das mitnehmen? Sicher. Der ist ja schon offen. Ja, ich weiß nicht. Der Bote hat irgendwas von einem Flugticket gefaselt. Ah, danke. Bleibe dabei. Das ist kein Angebot, das ist Erpressung. 5 Millionen. Das ist aber auch Hoffnung. Wir werden ein Jahr hingehalten und dann sind wir alles los. Die 5 Millionen und deine Anteile am Fürstenhof gleich mit. Es sei denn, wir können sie zurückzahlen, die 5 Millionen. Wie soll das gehen? In einem Jahr 5 Millionen erwirtschaften, das ist unmöglich. Selbst wenn das Hotel ständig ausgebucht ist. Wenn wir nicht auf das Angebot eingehen, behalten wir wenigstens deine Anteile. Mit denen wir nichts anfangen können, wenn Großwieler erst einmal hier das Regiment übernimmt. Dann setzt ihr uns einen Geschäftsführer vor die Nase und wir können, wie gerade eben, dankbar sein, dass wir einen Spaziergang in unserem Garten machen dürfen. Alles ist besser als das Angebot dieser Bank. Das ruiniert uns endgültig. Und wenn nicht? Man darf nicht alles schwarz sehen. Hm. Wäre dir eine rosarote Brille lieber? Es hat keinen Sinn, sich was vorzumachen. Charlotte, stell dir mal vor, du bist zum Tode verurteilt. So ähnlich fühle ich mich gerade. Da kommt plötzlich jemand, bietet dir ein Jahr Aufschub an. Was machst du? Vergleich hinkt gewaltig. Na, du nimmst das ja, das ist doch klar, weil du hoffst, dass in diesem Jahr etwas passiert, was dir den Hals rettet. In einem Jahr lassen sich Mittel und Wege finden. Wichtig ist jetzt nur, dass wir zusammenhalten. Verreist? Hast du schon mal was von einem Briefgeheimnis gehört? Ich habe ihn nur für dich mitgenommen. Sorry. Ich wollte es dir sagen, aber es ist was dazwischen gekommen. Sag jetzt nicht deine Mutter. Ich habe morgen ein Treffen mit argentinischen Geschäftspartnern, da muss ich hin. Still und heimlich? Mit dem One-Way-Ticket? Sag mal, hältst du mich eigentlich für bescheuert? Dachtest du wirklich, ich komme nicht mehr wieder? Ja, sieht ganz so aus. Ich weiß einfach nicht, wie lange ich bleibe. Sag, muss ich jetzt jeden Schritt von dir abzeichnen lassen? Nein, aber du kannst doch mit mir drüber sprechen. Du musst nicht klammheimlich verschwinden. Ja, aber ich hab dir doch eben gerade alles gesagt. Ich glaub dir kein Wort. Moritz, was ist denn los mit dir? Ich bin einfach nur ein bisschen gestresst. Du verschweigst mir doch irgendwas.